Hallihallo, Hallöle und willkommen zu einem neuen Kanal-Info-Update-Video oder Kanal-Update-Video hier bei mir auf meinem Kanal. Ja, worum geht's denn heute? Es geht darum, sage ich mal, ihr wisst ja alle, ich habe, als ich damals angefangen habe mit dem Let's Play, habe ich ja doch eine ganze Weile, so eine ganze Menge gemacht, sage ich mal, viele Projekte gleichzeitig auch irgendwann. Ja, ist das alles mir über den Kopf gestiegen und habe dann irgendwann ja komplett aufgehört. Dabei auch einige Projekte abgebrochen halt. Und schlussendlich habe ich ja irgendwann wieder so ein bisschen angefangen mit Let's Plays. Habe aber ja überwiegend, sagen wir mal, bis auf Grandia vielleicht, was ich mit Slayer zusammen gemacht habe, habe ich ja überwiegend eigentlich nur noch so Visual Novels gemacht. Meistens auch, gut, Rune Factory Oceans war noch war noch ein richtiges Spiel, aber ja auch mehr so im, ja, ganz anderen Bereich als das, was ich früher gemacht habe, sage ich mal. Und das war ja auch alles eigentlich, immer mit jemand anderem zusammen, ne? Also bis auf, ich glaube, die Clannad Novel, die ich ja mal angefangen hatte, die hatte ich ja alleine gemacht, die ich ja dann auch wieder abgebrochen habe. Ja, wie gesagt, aber ansonsten war ja jetzt hier nichts mehr, so im alten Stil, um es mal so zu sagen, und schon gar nicht alleine, wenn. Und das wollte ich jetzt, ja, nach langer Zeit mal wieder so ein bisschen verändern und mal mir ein bisschen den Kanal so ein bisschen, ja, wieder so ein bisschen aktiver gestalten. Sagen wir es mal so. Wir wollen ja, ne, nicht gleich übertreiben hier, um Gottes Willen. Ich habe dafür auch gar keine Zeit zu übertreiben. Aber ja, ne? Und nichtsdestoweniger trotz. Aus dem Grunde habe ich auch den Kanal wieder so ein bisschen geupdatet. Wer da jetzt drauf guckt, wird auch sehen, dass ich wieder so ein bisschen Abschnitte da gemacht habe, so mit beendeten Let's Plays und aktuellen Let's Plays und hast du nicht gesehen. Das hatte ich ja komplett alles weggemacht, bis vor einiger Zeit noch. Und ja, in diesem Zusammenhang will ich heute eine Ankündigung machen und auch noch eine Rückfrage an euch. Zunächst mal geht es um die Rückfrage, nämlich Folgendes. Ja, ihr fragt euch vielleicht schon die ganze Zeit, warum läuft hier im Hintergrund, ja, oder was läuft hier eigentlich im Hintergrund? Einige werden es vielleicht noch wissen oder erkennen. Es sind Szenen aus meinem ehemaligen Let's Play-Projekt Luna 2 Eternal Blue, dem Nachfolger von dem ersten Luna, was ja mein allererstes Projekt war auf YouTube. Und dieses Projekt Luna 2 Eternal Blue gehörte zu den Projekten, die ich irgendwann, warum, ja, war verschiedene Gründe, ich sag mal, auf unbestimmte Zeit pausiert habe, und diese unbestimmte Zeit, die hat bis heute gehalten. Also das ist im Grunde jetzt schon 4 Jahre her mittlerweile. Und ich möchte eventuell dieses Projekt weiterführen. Und deswegen habe ich mir auch schon mal die ersten beiden Parts nochmal angeguckt von mir selber. Wobei ich sagen muss, ja, ne, ich hab erst gedacht, naja, vielleicht war ich ja damals jetzt noch nicht so toll im Kommentieren oder sonst irgendwie was, aber ich fand eigentlich die beiden Parts gar nicht mal so schlecht, die ich mir angesehen habe. Dennoch ist ja eine Tatsache, dass das schon ganze 4 Jahre her ist. So, und da kommt jetzt meine Frage ins Spiel, sage ich mal. Und zwar, ja, wie sieht's denn aus? Also ich würde ganz gern dieses Projekt, wie gesagt, weiterführen. Denn schließlich ist es ja auch eine Herzensangelegenheit schon damals gewesen, gerade weil auch der erste Teil eben das erste Projekt überhaupt auf meinem Kanal war und dieser zweite Teil eben mit dem ersten zusammen. Na, es ist das meine Lieblingsspiel eigentlich immer früher gewesen. Das Lieblingsrollenspiel war Luna immer für mich. Zweiten Teil hatte ich ja auch privat nie beendet, und auch jetzt habe ich es ja wieder nicht beendet, damals dieses Projekt.
Und ja, wie gesagt, deswegen möchte ich das weitermachen. Jetzt ist aber die Frage, es ist halt 4 Jahre her. Ich könnte natürlich jetzt wirklich an dem Punkt, wo es aufgehört hat, ich habe auch die Spiel-Saves noch auf dem Emulator und so weiter, ich könnte also wirklich direkt da machen, wo ich nach 29 Parts waren es, glaube ich, aufgehört habe. Da könnte ich direkt weitermachen. Ja, aber es ist halt die Frage, wer guckt dann da rein? Gibt es noch Leute, die überhaupt mal den Anfang gesehen haben? Müssten die sich dann so wie ich den nochmal angucken? Was auch immer. Wäre es nicht vielleicht auch sinnvoll, quasi das Let's Play nochmal komplett von vorne zu machen? Quasi so, ne? Weil ja auch, ne, nach 4 Jahren bin ich ja auch ein bisschen verändert und anders als früher vielleicht und würde auch vielleicht einiges anders machen. Ich glaube, ich habe damals auch. War, glaube ich, an ein, zwei Punkten noch relativ, weiß nicht, unterlevelt vielleicht nicht, aber ne, jetzt nicht gerade super mega gelevelt und hatte da so meine Probleme in dem Projekt, das weiß ich noch. Und ja, würde vielleicht heute anders aussehen, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, ist jetzt an euch die Frage, was meint ihr? Vielleicht auch die Leute, wenn überhaupt jetzt welche dieses Video sehen, die das früher mal bei mir verfolgt haben, weiß ich nicht so genau. Oder auch alle anderen, ja, ne, wie sieht's aus? Nochmal komplett von vorne machen, dieses Projekt. Die 29 Parts von damals, was übrigens meistens so 45 bis 60 Minuten Parts waren. Das heißt, ich war doch schon recht weit, jetzt auch nicht extrem mega, aber ich war schon, sagen wir mal, bestimmt mindestens so 25 Stunden habe ich bestimmt schon gespielt gehabt insgesamt, denke ich mal. Also ist schon ein bisschen was, also ne, das würde halt das Ganze jetzt noch mal verlängern, wenn ich das mal von vorne anfangen würde. Aber gerade eben aus dem Punkt, dass eben viele das damals ja vielleicht nicht gesehen haben, viele, die mich heute kennen, ne, damals mich noch nicht kannten, das nicht gesehen haben, weiß der Kuckuck, ich weiß es nicht. Und ja, das ist halt die Frage. Und da würde ich von euch gerne Rückmeldung bekommen. Wie seht ihr das? Sollte ich es einfach an dem Punkt fortsetzen? Wo ich da aufgehört habe damals, oder soll ich es einfach komplett von vorne beginnen, sozusagen. Also, ja, das ist die Sache, die ich gerne von euch wissen würde. Ja. Gut, da also bitte, bitte auf jeden Fall deine Rückmeldung geben. Möglichst, wäre schön, wenn ich da einige Rückmeldungen bekommen würde, damit ich mir so ein Bild machen kann. Und ja, kommen wir zum nächsten Thema. Ja, wie gesagt, da, das ist nicht nur das eine, was ich machen will. Das zweite ist auch, ich habe schon gemacht, ein paar Parts aufgenommen von einem Projekt, mit dem ich jetzt am Donnerstag tatsächlich starten werde, ganz neu. So, und ja, was ist das für ein Projekt? Ich werde jetzt mal das Video hier stoppen. Das brauchen wir jetzt nicht mehr, denn damit hat das jetzt nichts mehr zu tun. Ja, was ist das für ein Projekt? Ich werde auch natürlich, na, das ist ja halt mein Steckenpferd, ist halt Rollenspiele. Früher habe ich ja noch andere Sachen teilweise auch Let's Played, aber das war ja schon immer so ein bisschen. Und heutzutage spiele ich auch kaum sonst noch was. Ich spiele ja sowieso generell privat auch nicht mehr so viel. Eher mit Freunden oder so. Aber Rollenspiele ist halt mein großes Steckenpferd und da habe ich überlegt, was kann ich machen? Was kenne ich vielleicht auch selbst noch nicht und weiß aber, dass es wahrscheinlich gut ist, denn da muss man ja auch immer so ein bisschen aufpassen und ja, da ist mir natürlich gleich die Final Fantasy-Reihe in den Sinn gekommen und ja, ich habe persönlich Teil 7 und 8 und auch Teil 9 durchgespielt, beziehungsweise Teil 8 nicht ganz, da habe ich glaube ich den Endboss damals nicht geschafft und hatte dann irgendwie, ja, weiß ich auch nicht mehr. Habe ich es irgendwie aufgegeben. Ja, ein bisschen peinlich, ich weiß, aber ja, ne, jedenfalls, man könnte man sagen, 7, 8 und 9 habe ich alle durchgespielt, wenn man es jetzt nicht ganz so genau nimmt. Und 10 habe ich mal ein Weilchen gespielt. War aber jetzt auch mit diesem ganzen, war auch nicht mehr ganz so mein, war zwar immer noch gut, aber nicht mehr ganz so mein Fall wie die anderen. Und ich habe auch mal Teil 3 ein bisschen auf dem DS, die DS-Version gespielt. Und ich glaube, Teil 5 hatte ich ja mal mit Golof war damals hier mal auch mal angefangen. Und ist, glaube ich, auch meine Pause dann zur, sozusagen, ist es dann halt, soll ich sagen, wurde dann halt abgebrochen, wegen der, ja, wegen dem Abbruch des Let's Plays an sich damals.
Aus dem Grund habe ich gedacht, okay, was ich jetzt noch überhaupt nicht berührt habe, welches käme da in Frage? Und da kam mir natürlich Teil 6 in den Sinn. Und so sieht es aus. Ich werde Teil 6 ab Donnerstag kommt das Let's Play von Final Fantasy 6 bei mir. Und ja, ich habe auch schon mittlerweile 6 Parts aufgenommen, auch schon hochgeladen, die sind geplant. Werde dann natürlich weiter gucken. Ich werde natürlich gucken, dass ich dann, ich sage ich mal, nicht mehr ganz so viel im Voraus dann haben werde. Ich wollte nur erstmal im Voraus so ein bisschen aufnehmen, um zu sehen, falls es jetzt mich doch völlig abschrecken würde, damit ich da nicht so ganz ins Leere laufe. Ne? Deswegen habe ich ein paar Parts im Voraus aufgenommen. Und ja, das beginnt am Donnerstag, wie gesagt. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Dürft natürlich, ne, wie immer, jetzt, ne, kein tolles Mega Pro Let's Play erwarten, sondern eher das genaue Gegenteil mit Fails und hast du nicht gesehen. Da bin ich ja bekannt für und mit ja, ne, Verwirrtheit und so weiter. Aber das wisst ihr ja, zumindest die mich schon länger kennen. Ja, das ist soweit erstmal alles. Wie gesagt, also es wird sich auf meinem Kanal jetzt wieder mehr tun, auf jeden Fall. Bei weitem nicht mehr so viel wie ganz früher, klar, logischerweise, aber es wird jetzt auch wieder was Richtiges gespielt. Also was heißt was Richtiges? Also abseits von Novels und so ein Zeug. Und da wisst ihr jetzt erstmal Bescheid und ich hoffe, dass wir das gemeinsam meistern werden. So. Ja, das ist eigentlich alles, was ich sagen wollte. Und am Ende möchte ich nochmal darauf hinweisen, bitte Rückmeldung wegen dem Luna 2-Projekt geben, damit ich da Bescheid weiß. Und sollte es so sein, dass die Mehrheit sagt, ich soll jetzt ja an dem Punkt weitermachen, wo ich damals aufgehört habe, dann werde ich mir erstmal alle Parts noch in Ruhe nochmal angucken. Wird also noch ein kleines bisschen dann dauern, bis ich wieder anfange, weil ich die mir erstmal alle ansehen will, weil ich ja logischerweise nach 4 Jahren selbst keinen Plan mehr habe, was da genau alles war. Ja, dementsprechend bitte um Rückmeldung und ja, das war es erstmal von mir soweit. Ja, und ich hoffe, wir sehen uns dann in irgendeinem Projekt von mir.